April 2008. Zürich feiert das traditionsreichste Fest der Schweiz, das Sechseläuten. Hunderttausende Zuschauer, die gesamte Presse und das Schweizer Fernsehen begleiten live die Austreibung des Winters im Zentrum von Zürich. Wie kann Maxiprint, die schnellste Druckerei der Welt, hier mit ihrem minimalen Werbebudget die maximale Aufmerksamkeit des breiten Publikums erreichen? Auf dem Festplatz steht der Hauptakteur des Tages, der Böck. Ein 3,5 Meter großer Schneemann, vollgestopft mit Holzwolle und Sprengstoff. Auf den Glockenschlag des 6 Uhr Läutens wird der Holzstoß angezündet. Die Uhr tickt und die ganze Schweiz zählt die Minuten. Je früher der Kopf des Schneemanns explodiert, desto schöner wird der Sommer. Unterdessen in einem Gebäude direkt am Festplatz. Das Team von Maxiprint trifft letzte Vorbereitungen für einen eigenen Big Bang direkt nach dem großen Knall. Uhr 18. Alles wartet auf den großen Kracher. Also entweder haben wir es jetzt verpasst oder der Böck kämpft, wie er noch nie gekämpft hat. Also ich erwarte eigentlich immer noch, dass so ein Rechter raustut. Weil ein bisschen besonderes Wetter ist. Hat es einfach gemacht, dann hat alle gedacht, aha. Und jetzt kommt dann der Schlussklopf und dann bist der vermeintlich Zweitletzte, ist eben schon der Letzte, glaube ich. Keine Ahnung allerdings, wann das war. Oh! Jetzt! 26.03, schätze ich einmal Regie. Kann man mir das etwas bestätigen? Nur Sekunden später folgt der zweite Knall. Zehntausend Flyer, abgeschossen direkt über den Köpfen des Publikums. Aufgedruckt steht nicht nur die genaue Zeit der Explosion, 26 Minuten, sondern auch die passende Wetterprognose für 2008, Schmuddelsommer. Auf der Rückseite ein Gutschein für eine Gratis-Bratwurst am Maxiprint-Stand. Ja, super Aktion, wirklich klasse gemacht. Ja. Sehr sensationelle Idee. Ja, genial. Also, super! Innerhalb Minuten wurden 10.000 Flyer und 3.000 Würste unter die Leute gebracht. Schweizer Print- und Online-Medien berichten und multiplizieren so den Effekt. Und ich bin auch froh, dass es da das Zeug eigentlich so verpusht hat, dass wir nämlich nicht so gross aufrufen, das ist anders. Maxiprint. Schneller druckt keiner.